Ich glaube, der größte Erfolg von Fridays for Future ist natürlich der Kohleausstieg, den man begutachten kann und feststellen muss, ja, der ist sozusagen ein bisschen früher, als das die Bundesregierung davor avanciert hat. Und andererseits erleben wir über Fridays for Future, glaube ich, eine sehr starke Diskursverschiebung in den Bereichen Verkehrswende, in den Städten, in dem, was wir eigentlich für möglich halten. Also da merkt man schon auch sozusagen aus der Kommunalpolitik, dass sich durch diese Fridays for Future-Ebene schon viel verlagert hat von autozentrierten Städten hin in eine Gesellschaft, die eben weniger auf motorisierten Individualverkehr setzt und mehr auf gemeinsame und geteilte Mobilität. Das ist natürlich noch ein weiter Weg, aber ich glaube, ohne Fridays for Future wäre das in der Form nicht so schnell gegangen, wie das in den letzten Jahren doch auch passiert ist.